So, willkommen beim Suikoden 2 ran mit einer kleinen Besonderheit, nämlich werde ich hier versuchen, Clives Quest zu bestehen. Für die, die es nicht kennen, Clives Quest ist halt eine Bonusmission, für die man das Spiel in unter 20 Stunden beenden muss. Das heißt, ich werde mir hier bei diesem Run, Moment, ich ist, ne, bei diesem Run nicht so viel Zeit lassen wie beim anderen. Also ich werde nicht mit jedem in dem Dorf reden und ich werde versuchen, die Kämpfe so schnell wie möglich zu bestehen. Und ja, da ich ja mit Patch spiele, fällt der Matilda Glitch für mich aus. Aber das ist auch so sehr gut schaffbar. Also, man muss zwischendurch immer ein paar Checkpunkte quasi bestehen. Also zum Beispiel innerhalb von, weiß nicht, 10 Stunden an dem und dem Ort sein. Aber das ist schaffbar, wenn man das ganz normal spielt eigentlich. Aber was heißt ganz normal? Also, schon sehr zielstrebig, sag ich mal, müssen wir spielen. Das erste, was ich gleich machen muss, ist die Textgeschwindigkeit hochdrehen. Hier werde ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr erzählen, weil das vielleicht ein bisschen mehr Erklärung bedarf, was ich hier mache. Also der Spieler erwartet jetzt ja von einem, dass man nach rechts läuft und dann zurück und dann nach oben. Aber wir laufen jetzt direkt nach oben, was einfach komplett genauso geht. Gibt sogar eine Bonusszene. Ja, jetzt am Intro können wir nichts ändern. Das dauert halt so lange, wie es dauert.
Jetzt geht's wieder weiter. Mal versuchen, die schnellstmöglichen Sachen zu finden. Machen wir beide gleichzeitig. Genauso wie hier. Und hier. Und der hier muss nur an die Wand. Seil. Und fertig.
So, so schnell vorbei. Gibt ohne Patch gibt es dann einen Bug, wenn man nur einen Trefferpunkt hast und dann sich bewegt, dann man verliert ein HP. Dann hat man 0 HP und dann zu Beginn des nächsten Kampfes ist man halt in der ersten Runde dann kampfunfähig. Was irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen witzig ist, finde ich. Das ist kein krasser Bug, ne, aber. So. Und speichern. Aber nicht dahinter speichern. Das wäre ja kacke gewesen.